Diese Kombi ist doch einfach nur noch kriminell. Und zwar geht es heute um die neue Single von Get The Shot. Und mit dabei haben sie ein sehr bekanntes Gesicht, und zwar Zelly von Paleface Swiss. Ich höre diesen Song und ich sehe einfach schon ein extremes Schlachtfeld im Moshpit. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Song sagt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video und bis dann. Ich glaube, dieser Song wird scheppern. Weil einfach alleine so schon diese Kollabo Get The Shot mit Paleface ist einfach schon richtig krass. Ich bin sehr gespannt. Ich finde Get The Shot richtig geil. Paleface erst recht. Ich bin Fan von beiden Bands. Die sind ja jetzt auch seit, glaube ich, seit 2 Wochen oder so, glaube ich, bei A Rising Empire, ne? Also Get The Shot. Und ich muss wirklich sagen, A Rising Empire, die kriegen immer mehr und mehr geilere Bands zum Label. Finde ich sehr, sehr fett. Sehr, sehr fett. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf Dominant Predation. Ja, Mann. Boah, was ein Start. Also erstmal geil die Vocals. Erinnern mich teilweise ein bisschen an Knocked Loose, ne? So dieser High Shout. Finde ich sehr, sehr geil. Und boah, es ist richtig geiler Rhythmus. Richtig, richtig fett. Kommt direkt übelst rein. Geil, bei dem Part sehe ich das einfach wieder live, wie gut das kommen wird. So diese Parts, wo halt wirklich dann einfach die ganze Crowd diese Wörter da einfach mitschauten. Richtig, richtig fett. Ich finde das jetzt schon so geil. Also so ein krasser Sound aber auch, ne? Dieser Sound, der ist so prall, so der füllt halt wirklich den gesamten Kopf einfach. Finde ich, boah, fett. Richtig, richtig fett. Und ich finde es halt auch einfach ganz geil bei denen, weil das halt irgendwie nicht so dieser Standard-Hardcore ist, sondern du hast halt so ein bisschen halt auch mal auf einmal so ein Solo drin, dann hast du dann einfach mal kurz Blastbeats und dann hast halt wirklich den Hardcore-Touch, ne? Und das ist halt schon wirklich sehr fett. Boah, das sind wieder so Parts, wo ich mir denke, so, ey, da werden wirklich Köpfe rollen, ne? Weil das ist so ein richtig, richtig krasser Mosh-Part. Ist, ja, ey, knallt da mal ein paar Hardcore-Emotes rein, weil das ist wirklich heftig. Das ist wirklich heftig. Allein schon dieser, boah, wie es so reinknallt. Oh.
Sorry, aber wir müssen den Part nochmal hören. Also alleine schon sehr geil, irgendwie so dieser, ne, so dieses, die, ja, einfach diese Vorbereitung zu diesem Drop, ne, so richtig so, wash your mouth, wash your fucking mouth oder sonst was. Und dann ist Feierabend. Also normalerweise sind ja immer die krassesten Parts hier am Ende. Ich hab wirklich Angst. Ich hab wirklich Angst, was da noch auf uns zukommt. Auch schön mit diesen Pinch-Harmonics. Boah, gefährlich. Sehr gefährlich. Also, was ist da jetzt alles in diesem einen Part passiert? Erstmal wieder es scheppert rein. Dann kommen Blastbeats. Dann scheppert es wieder rein. Und dann kommt noch ein Two-Step-Part. Damn. Boah, der Part war ja sogar noch krasser und geiler als der davor. Und das, dachte ich schon, wird richtig schwer zu toppen. Und dann auch noch schön mit diesen Pick-Scrapes und so. Es ist fett. Es ist einfach fett und krass. Und dies, boah, das klingt voll nach meiner alten Band. Wir hatten das dies, boah, aber wirklich, es ist so krass. Ich muss halt einfach sagen, Zelly ist einfach so, ist, man erkennt ihn einfach sofort. Man weiß sofort, ey, das ist Zelly von Paleface Swiss. Ne, es ist einfach krass. Der hat so eine markante Stimme.
Und auch diese pure Aggressivität, die der einfach drin hat. Das finde ich einfach so geil. Das fand ich an Paleface immer extremst geil. Und boah, wenn die zwei zusammen reinkommen, harmoniert das so krass. Und es ist wirklich pure Aggression. Ich dachte, es wäre langsam vorbei. Und es wird noch heftiger. Es wird noch heftiger. Oh, Hilfe, Hilfe. Was ich halt einfach immer noch so geil finde bei Zelly, ist so dieses so, er hat ja trotzdem teilweise so ein bisschen so diesen rappigen, auch so Slipknot-Vibe, ne? Also dieses da, ne? Dass er anfängt, so ein bisschen Double Time zu shouten jetzt. Das ist für mich halt auch einfach Wahnsinn. Aber Ich bin, glaube ich, nicht bereit dafür, was jetzt kommt. Wahnsinn. Das war wirklich der Wahnsinn. Oh Gott, hat das gescheppert. Also wirklich, was soll ich großartig dazu sagen? Also der Song war wirklich krass. Der war wirklich krass, also richtig geil, ne, was da alles halt reinkam. Ne? Du hast halt so ein bisschen wirklich diesen geilen, richtig Hardcore-Vibe, dann hattest du so ein bisschen diesen Beatdown-Vibe, dann hattest du teilweise halt auch noch mal schön Two-Steps, Parts, wo halt so Singalongs kamen oder halt so, ne, wo die ganze Crowd shoutet, ne, hier wie zum Beispiel in dem Refrain, sage ich jetzt einfach mal, ne, und auch diese ganzen Breakdowns, das wird Mord und Totschlag auf den Shows, ich sag's euch. Wenn ich mir so bedenke, wenn auf der Show von Get The Shot so ein Klientel am Start ist, wie damals bei der Nasty Release Show zur Heartbreak Criminals, dann wird's Tote geben. Boah, weil das war wirklich heftig. Also es hat so reingescheppert und wirklich diese Breakdowns alle mega krass. Vocals auch richtig on point, ne? Wirklich teilweise so Knocked Loose Vibes, aber ich muss sagen, die Stimme gefällt mir mehr als die von Knocked Loose. Und dann halt einfach noch so einen perfekten Feature-Part, ne? So wirklich, ich finde Zelly oder halt, also Paleface Zelly passt einfach so gut zu dieser Band und die haben so gut harmoniert. Die haben so gut harmoniert, die zwei. Und dann das. Also krass. Das sind so richtig heftige Breakdowns, wo ich mir denke, so okay, der Pit wird halt wirklich ein richtig, also wirklich ein Warzone. Es wird wirklich Warzone, ein richtiges Schlachtfeld. Es ist Wahnsinn. Boah, hat das gescheppert.